als Selbstständigerwerbender, als Führungskraft, als Managerin bin ich sehr schnell in einer Falle drin, wo ich mir sage, das muss ich noch tun und das muss ich noch tun und das muss noch getan werden. Und ich bin gefordert, meine zur verfügbare Zeit wirklich richtig einzusetzen. Was macht man dann, wenn man selbstständig ist? Man investiert den Samstag, ja, man investiert Abende, man investiert den Sonntag in das Geschäft, dass ich das wirklich zustande bringe, was ich mir vorstelle. Tun, tun, tun. Und das ist eine der großen Fallen, in der wir drin sind, und die Last wird größer und größer, und es kann sein, dass wir sogar daran zerbrechen. Der Herr hat uns ganz klar zum Ausdruck gebracht, für uns Unternehmer, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von ganzem Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Als Führungskraft, als Managerin, als Unternehmer sollten wir eigentlich in dieser leichten Art und Weise mit viel Freude tätig sein. Wie schaffen wir es, mit all den Tätigkeiten und den Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter, für das Geschäft, dass es läuft in dieser schwierigen Zeit, wirklich es leicht zu nehmen, es mit Freude zu, wirklich anzunehmen und mit dem Herrn zu reisen. Komm Mittwochabend in unsere Lifeline-Sendung Business Insider Talk, wo wir dir gerne Zeugnis geben, Roberto und ich, von wie haben wir es erlebt, wie war die Last, bevor wir mit dem Herrn unterwegs waren und wie ist sie heute. Ich kann euch sagen, spannender Austausch und ihr habt Möglichkeiten, auch Fragen zu stellen. Denn der Herr segnet genauso uns Unternehmer, Führungskräfte und Managerinnen. Ich wünsche euch viel Spaß in der Sendung mit Roberto und mir. Bis bald. Tschüss.